Der Vogel der Woche. Heute die Sackmeise. Santa Clausa Pendulina. Die Sackmeise ist eine Kulturfolgerin. Sie begnügt sich nicht, wie ihre bescheidene Base, die Beutelmeise, mit einem kleinen, unscheinbaren Gehänge aus flaumigen Pflanzenfasern, das sich sommers sanft im Geäste einer grazilen Trauerweide wiegt. Nein, die Sackmeise greift zu wesentlich spektakuläreren, geradezu aufdringlichen Bruthilfen. Aus roten und weißen Fasern, die sie sich in winterlich eingemotteten Heißluftballonverleihs und geschlossenen, unbewachten Campingcentern zusammenklaut, wirkt sie eine perfide, baumelnde Figur, welche sie bei Einbruch der Dämmerung flugs herbeischleppt und mit ihrem klebrigen, schnell trocknenden Speichel an ungepflegte Fenstersimse und Hauswände dranklatscht. Die Menschen, die eines Morgens im späten November ihre Wohngebiete auf diese Weise derart flächendeckend verschandelt vorfinden, sagen nichts, weil sie glauben, jene Figürchen gehörten untrennbar zur Weihnachtsfolklore dazu. Und der Nachbar hat das schließlich auch. Da will man lieber nicht zugeben, dass man das echt nicht selbst angebracht hat. Stattdessen girlandieren die derart geplagten Anwohner noch flugs Lichtschläuche und andere wärmespendende Illuminationen an den vermeintlichen Nikolaus dran. Und so hat die Sackmeise alles, was sie braucht. Licht zum Freihausanlocken kleiner verirrter Insekten und obendrein ne prima Fußbodenheizung im Nest. So brütet die Sackmeise in aller Ruhe. Und bestens versorgt, mitten in der kältesten Jahreszeit. Und alle Menschen glauben, andere Menschen hätten aus lauter Konsumrausch keinerlei ästhetisches Feingefühl mehr im Balg. Und im Frühling werden dann wieder die Heißluftballon- und Campinghandelbesitzer bitterliche Tränen weinen ob der skelettierten Zeltgerüste und der verschwundenen Ballonhüllen. Ja, so grausam kann es zugehen in der heimischen Vogelwelt.